Hey Leute, ich bin immer noch im Auto auf dem Weg nach Hause von der Gamescom. Ihr habt vielleicht das letzte Video gesehen, wo ich auf der Gamescom war. Da habe ich ja den Vlog aufgehört, wo ich im Auto saß und unterwegs nach Hause war. Ich sitze immer noch in dem Auto und ich dachte mir, Mann, das waren so stressige Tage, diese drei Tage. Hast du so viel gesehen, aber warst auch so lange auf dem Bein und nur so viel unterwegs. Über 20 Kilometer pro Tag sind wir gelaufen, nur so nebenbei. Und da dachte ich mir, gönnst du dir mal Urlaub? Der Flieger geht um 4 Uhr nachts. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, krempel meine Sachen erstmal um, sortiere alles aus und dann geht es auch schon wieder Richtung Flughafen. Und von dort geht es halt Richtung Griechenland. Zu Hause angekommen. Wie euch schon gesagt, ich muss jetzt einmal die Klamotten auskippen. Ein bisschen habe ich ja schon mal in Kameragepäck und so weiter. Es kommt alles mit und dann geht es Richtung Flughafen. Und angekommen. Nicht mal 24 Stunden war ich noch in Köln. Ich war auf der Gamescom, hab Games gezockt. 24 Stunden bin ich im fucking Griechenland, Kreta, um genauer zu sein. Und das Wetter ist mal armselig geil, oder? Keine Ahnung, warum ich armselig gesagt habe. Es ist schweineheiß. Ich brotzle hier. Will mich nicht wundern, wenn ich am ersten Tag gleich pudelrot werde oder so. Die Heuschrecken, die zirpten hier aber echt ganz schön laut. Das hört man, glaube ich, auch alles auf der Kamera. Nichtsdestotrotz, super geiles Wetter. Ihr werdet natürlich ein paar Eindrücke sehen aus dieser ganzen Insel, aber es wird kein Daily Vlog kommen. Ich will natürlich ein bisschen Urlaub machen, dafür bin ich ja hier. Aber ihr werdet so ein bisschen von der Landschaft sehen, mal gucken, was hier überhaupt täglich so passiert. Nicht viel, denke ich mal. Ist einfach nur zur Entspannung da, einfach nur im Hotel rumgammeln, Pool, Strand, was auch immer. Bin natürlich fix und fertig, wie auch immer eigentlich. Ich glaube, man kann nicht in den Urlaub fliegen und total erholt ankommen. Ich meine, allein schon, dass bis du zum Flughafen kommst und so weiter. Wie gesagt, der Flieger ging um 4 Uhr nachts, bis ganze Nacht unterwegs. Ich habe 3 Stunden insgesamt gepennt zwischen Köln und jetzt. Und selbst diese 3 Stunden im Flugzeug ist ja nur so ein Halbschlaf. Du bist irgendwie so halbwegs am Dösen. Ab und zu mal kommt so ein Buckel. Bist du ein bisschen wach, dann denkst du dir auch, weiter geht's noch, ich möchte heute nicht zur Schule. Ich mache ein kurzes Nickerchen und ihr seht dann weitere Eindrücke von dieser Insel, Stadt, Gegend, was auch immer.